In diesem Video erklären wir Ihnen Schritt für Schritt die Installation und Bedienung Ihres Comfort-Control-Systems, mit dem Sie Ihre Elkatherm-Elektroheizung spielend leicht bedienen können. Um Ihr Comfort-Control-System zu installieren, benötigen Sie einen WLAN-fähigen Router sowie mindestens ein Endgerät zur Bedienung, wie zum Beispiel ein Smartphone oder ein Tablet-PC. Und natürlich einen Comfort-Control-Router. Der Comfort-Control-Router wird zusammen mit einem Datenkabel, einer Übertragungsantenne, einem Stromkabel sowie einem Stromadapter geliefert. Schrauben Sie zunächst die Übertragungsantenne in das dafür vorgesehene Gewinde auf der Rückseite des Comfort-Control-Routers. Diesen verbinden Sie nun über das Datenkabel mit Ihrem WLAN-Router. Jetzt stecken Sie das Stromkabel in den dafür vorgesehenen Anschluss des Comfort-Control-Routers. Das andere Ende stecken Sie in den Adapter, den Sie im Anschluss an die Stromversorgung anschließen. Sobald die LED am Comfort-Control-Router grün leuchtet, können Sie mit der Installation der Comfort-Control-App beginnen. Die Comfort-Control-App zur Steuerung und Programmierung Ihrer Elkatherm-Elektroheizung finden Sie je nach Endgerät entweder im Play Store, im App Store oder unter comfort-control.de. Stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät mit dem gleichen WLAN-Netz verbunden ist, mit dem Sie auch Ihren Comfort-Control-Router verbunden haben. Öffnen Sie dann die App und bestätigen Sie einmalig die AGBs. Zur Synchronisation Ihrer Comfort-Control-App bestätigen Sie die Meldung zur erstmaligen Installation auf Ihrem Endgerät. Sollte die Synchronisation nicht automatisch beginnen, nutzen Sie beispielsweise den Kabelbinder aus der Verpackung, um die eingelassene Installationstaste auf der Rückseite des Routers kurz zu betätigen. Es kann einige Sekunden dauern, bis der Fortschritt der Synchronisation auf Ihrem Endgerät angezeigt wird. Ist diese abgeschlossen, bestätigt der Comfort-Control-Router die erfolgreiche Synchronisation durch mehrfaches, farbiges Blinken. Jetzt ist das System bereit für die Kopplung Ihrer Heizungen. Gehen Sie von der Startseite aus in das Menü Heizung. Bevor eine Heizung hinzugefügt werden kann, müssen Räume, sogenannte Zonen, angelegt werden. Über Einstellungen können Sie diese Zonen bearbeiten oder über Zone hinzufügen eine neue Zone anlegen. Geben Sie zuerst den Raum ein, in welchem sich die Heizung befindet, die dem Comfort-Control-Router am nächsten ist. In unserem Fall das Wohnzimmer. Dieser neuen Zone können nun Heizungen, sogenannte Module, zugeordnet werden. Gehen Sie hierfür auf Modul hinzufügen und tragen Sie die Leistung der entsprechenden Heizung in Watt ein. Diese Angabe befindet sich auf dem Typenschild an Ihrer Heizung. Hier sind es 1000 Watt, die wir nach der Eingabe bestätigen. Auf dem Display erscheint nun der Hinweis, es wird auf Modul gewartet. Damit der Router mit der richtigen Elektroheizung verbunden wird, betätigen Sie an dieser den Druckschalter am Seitenblech. Jetzt ist Ihre Elkatherm-Elektroheizung mit Ihrer Comfort-Control-App gekoppelt und kann ab sofort über Ihr Endgerät in Ihrem WLAN-Netzwerk bedient werden. Neben diesen Grundeinstellungen bietet Ihnen Comfort-Control noch viele weitere praktische Möglichkeiten. So können Sie individuelle Wochenprogramme erstellen, Räume einzeln und bedarfsorientiert regulieren und die Heizung nach entsprechender Konfiguration auch von unterwegs aus steuern. Die Anleitung zu diesen und vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung oder auf unserer Homepage unter comfort-control.de.